Der Titel ist ein bisschen abweichend von manchen Programmen. Das Versprechen der Repräsentanz heißt das. Das Versprechen der Repräsentanz. Um es gleich am Anfang zu sagen, das Versprechen der Repräsentanz ist nicht einzulösen, meiner Meinung nach. Es ist ungefähr so, das Unbefriedigende der Repräsentanz als ein Strukturproblem ist ungefähr so in ein Bild zu fassen, wie, das würden Sie alle begreifen, es ist ungefähr so, als wenn der, wenn man erleben muss, wie der Klassenprimus die Schuljahresendfeier bestreitet, wie er die Schulabschlussrede hält. Ja? Dieser Ritualzusammenhang, der Klassenprimus, den wir da im Laufe des Schuljahres so und so behandelt haben, der hält sich für repräsentativ für uns alle die Abschlussrede des Schuljahres zu halten. Ja? Also diese Unbefriedigkeit, die in diesem Bild vor uns ist, das ist ungefähr so der Hintergrund, das ist ungefähr ein Bild dafür, dass das Versprechen der Repräsentanz gewissermaßen nicht immer einlösbar bleibt, nicht einlösbar wird. Ich will die Überlegungen jetzt, die kommen nicht aus empirischen Befunden von Partei- und Parlamentsarbeit, sondern ich will wirklich den lebendigen Grund von Parteien hier zum Thema machen. Also dasjenige, aus dem Parteien ihre Legitimation beziehen, eben das Prinzip der Repräsentation. Denn ein Hauptmotiv gegenwärtiger Parteikritik liegt eben darin, dass der Souverän sich durch Parteien nicht mehr repräsentiert sieht. Indizien dafür sind unter anderem die Abkehr des Souveräns von der Praxis, solche Repräsentationsformen herstellen zu lassen. Also Wahlverzicht in großer Weise. Oder auch in inflationären Neugründungen von Parteien oder in zunehmender Neigung zu Volksentscheidungen. Das sind alles Formen, wo das Repräsentanzprinzip problematisiert wird. Die knappste Definition des Repräsentanzprinzips finden Sie bei Kant in der Rechtslehre. Da steht eben, die Republik ist ein repräsentatives System des Volkes, um im Namen desselben durch alle Staatsbürger vereinigt, mittels ihrer Abgeordneten, Deputierten, ihre Rechte zu besorgen. Aber was ist nun Repräsentanz? Es bedeutet natürlich Vertretung, klar, die sollte angemessen sein, nahe an dem, was es zu vertreten gilt. Aber der Repräsentant und das zu Repräsentierende sind naturgemäß nicht identisch. Repräsentanz ist immer asymmetrisch, symbolisch, sie ist immer Engführung. Nur in einem Fall ist der Repräsentant und das zu Repräsentierende identisch, im Souverän. Wieder Kant, § 52 der Rechtslehre, es repräsentiert das vereinigte Volk nicht bloß den Souverän, sondern es ist dieses Selbst. Parteien sind doch Zeugnisse neuzeitlicher Lebenspraxis. Sie sind begründet worden, um das Prinzip der Volkssouveränität sozusagen bewirtschaften zu können. Zu wählen sei das Königsrecht des Souveräns, wie der scheidende Bundestagspräsident das neulich nannte. Aber wird hier nicht jene Engführung auf Repräsentanz, also ein Domestikenakt, geadelt? Denn ein König, der ein Souverän à la lettre ist, wählt nicht, er vollzieht. Allerdings, und das hat auch schon Tocqueville in Status Nascendi, neuzeitlicher Herrschaft, bemerkt, das Prinzip der Volkssouveränität, sagt Tocqueville, das mehr oder weniger fast allen menschlichen Institutionen zugrunde liegt, bleibt in der Regel auch dort begraben. Man gehorcht ihm, ohne es zu erkennen, und wenn es doch einmal ins Tageslicht tritt, so lässt man es einst wieder in die Finsternis zurücksinken. Was wird hier namhaft gemacht von Tocqueville? Natürlich zunächst die Schwierigkeit im Umgang mit einem Abstraktum. Das kann man exemplarisch beobachten in der ersten europäischen Revolutionsperiode am Ende des 18. Jahrhunderts, als der neben Adel und Klerus jetzt Dritte stand, sich als Repräsentant des ganzen Volks ins Gespräch brachte. Diese Novität der politischen Emanzipation in Europa wurde im Januar 1789 mit der Frage des Abbés Sieyès entfacht: Was ist der Dritte Stand? Ein berühmtes Buch in dieser Zeit. Die Antworten waren: erstens, was war er bisher? Nichts. Zweitens, was soll er sein? Alles. Aber dieser Dritte Stand war nun selber organisatorisch nicht insgesamt die eine Partei, die dem Rousseauschen Volonté General unvermittelt Stimme gegeben hätte. Vielmehr etablierte sich in der neuen Pariser Nationalversammlung, die die alten Generalstände ablöste, aus dem Dritten Stand eine tätisch-antitätische Zwei-Parteien-Struktur.
Das waren damals auf der einen Seite die Girondisten und auf der anderen Seite die Jakobiner. Als allgemeinen Namen für diesen ursprünglich französischen Dualismus bürgerten sich dann die Begriffe Bourgeois und Citoyen ein. Jene waren die Besitzbürger, diese die Staatsbürger. Die einen waren Libertäre, die anderen Egalitäre. Auch darauf hat früh schon in Deutschland ein Mann wie Goethe reagiert, als er in seinen Maxime und Reflexionen schrieb, Gesetzgeber und Revolutionärs, die Gleichsein und Freiheit zugleich versprechen, sind Scharlatane oder Phantasten. Das aber war die, so würde ich das nennen, die Grundlast jener Zweiteilung, die seither die Rechts-Links-Betriebsform des modernen Parlamentarismus begründete. Was nun vom, neben dieser formalen Struktur, was nun vom Sachgehalt in parlamentarischen Parteidisputen, also vom Business as usual der Parteien zu halten war, darüber kann man zeitübergreifend auch wieder bei Goethe fündig werden, wenn dann Mephisto im Faust 2 gesagt wird, Mephisto sagt in einem Disput um die Polis, oh weh, hinweg und lasst mir jene Streite von Tyrannei und Sklaverei beiseite, mich langweilt's, denn kaum ist's abgetan, so fangen sie wieder von vorne an. Sie streiten sich, so heißt's, um Freiheitsrechte, genau besehen sind's Knechte gegen Knechte. Man kann nun in dieser Parteientwicklung seit der Französischen Revolution eine Dynamik sehen, eine zweifache Dynamik, auf die ich jetzt eingehen möchte. Die erste Modifikationsbestreben von Parteien, zumal von linken Parteien sind, ist das, was ich Transzendenzbewegung nennen möchte. Diese Transzendenzbewegung geht hin zu der Parole, wir sind das Volk. Denn die Faszination des ganzen Volonté General war mit der Rechts-Links-Struktur parteipolitisch längst nicht ausgemessen. Neben der Liberté und der Egalité wurde jetzt die Denkform der Fraternité entwickelt. Dieses Erbe trat in der Folge der Kommunismus an. Der ging aus der Praxis des vierten Standes, der sich aus der Französischen Revolution politisch mit den Enragés, den Wütenden, des armen Priesters Jacques Roux herausbildete und organisierte. Für sie, für die Wütenden, für die Enragés, für den vierten Stand, waren Rechte immer reale Rechte der Versorgung, die immer allen formalen Rechten der Meinungs-, Denk- und Wahlfreiheit übergeordnet sein sollten. Die Enragés wollten aber auch länger nicht mehr eine Partei unter anderen sein, sondern eher eine Volksbewegung, die sich um konkrete, unmittelbare Lebens-, Arbeits- und Militärvorgänge in der Polis für alle zu kümmern haben. Die neue politische Theorieform, die diesen Begehren Struktur, Organisation und Perspektive verlieh, war die der Kommunistischen Partei. In deren Manifest wird das bisherige Parteinarrativ verlassen und für das, wofür Partei künftig stehen soll, eine neue Perspektive entworfen. Der Begriff Partei wird transzendiert, bei Marx heißt das dann in den 60er Jahren, es wird zur Internationalen Arbeiterassoziation. Das ist sogar der erste Internationale. Später wird man das einmal die Partei neuen Typus nennen. Hieraus resultiert auch das Transitorische im Sich-Organisieren der Kommunisten, die dann, als es im frühen 20. Jahrhundert zu kommunistischen Parteien kommt, alsbald schnell zu einer übernationalen Struktur als ihrer Normalform wird. Der Name dafür war wieder die Internationale, diesmal die dritte, die 1919 in St. Petersburg gegründet wurde. Diese neue transparlamentarische Lebensform jenseits von Parteien versteht sich, wie es am Ende von Abschnitt 2 Manifest heißt, versteht sich dann als eine allgemein menschliche Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Hier ist gar kein Repräsentationsverhältnis mehr da. Die Mehrheit ist nicht, die repräsentiert nicht mich als Einzelnen oder umgekehrt, ich als Einzelner nicht die Mehrheit, sondern es ist ein kausaler Zusammenhang. Die freie Entwicklung und die Bedingung für die freie Entwicklung von mir ist die Bedingung, dass sich auch alle anderen einbringen. Hier also ist innerhalb der politischen Theorie des Kommunismus ein Vorgang zu beobachten, wie sich ursprünglich säkulare Denkeinsätze messianisch zu konzeptualisieren beginnen. Denn das kann man nicht, muss man so nennen. Hier wird dann eine ganz neue Handlungsperspektive gestiftet, dessen zentrale Metapher vom Absterben des Staates und der Wiederauferstehung des Menschen alle außerparlamentarische Widerstandskultur angeregt und geprägt hat. Nietzsche hat dazu nebenbei gesagt, was fällt, soll man noch stoßen.
So, das ist eine Tendenz zur Transzendenz des Parteien-Narrativs überhaupt. Von der Linken entwickelt hin zu, wir sind das Volk. Es gibt aber auch eine zweite Parteimodifikationsform, die nenne ich das ist eine Einheitstendenz hin zu alternativloser Politik. Denn es war jenseits, damit war jenseits von Repräsentation eine Kraft für das Allgemeine in der Welt, durch diese kommunistische Variante, war jenseits von Repräsentation eine Kraft für das Allgemeine in der Welt, das fortan auch den herkömmlichen Politikbetrieb des Parteienparlamentarismus neu ins Kalkül ziehen muss. Die haben das also auch gemerkt, die sogenannten normalen bürgerlichen Parteien, dass hier eine neue Dynamik fürs Allgemeine da sich zur Sprache bringt. Allerdings auch schon eine Warnung vor diesem Anspruch, die im Diktum des Marx-Kritikers Proudhon anklingt, als er schrieb, gegen Marx gerichtet und gegen dieses kommunistische Ideal gerichtet, wer das Allgemeine sagt, wer Gott sagt, will betrügen, sagt Proudhon. Von Karl Schmitt wird das umgewidmet in, wer Menschheit sagt, will betrügen. Das heißt, die Inanspruchnahme des Allgemeinen durch Einzelne, die private Interpretationsfreiheit fürs Allgemeine, ist eine Diskursform für Täuschungen. Es war damit das Politik-Parteiverständnis des Liberalismus, der das Zusammenspiel von Einzelnen und Allgemeinen in empirisch-pragmatischen Alltagsprozessen zu organisieren versprach, gemeint. Der Glaube an Parlamentarismus, so schreibt Karl Schmitt einmal, an ein Government by Discussion, gehört eben in die Gedankenwelt des Liberalismus. Dieser Liberalismus ist deshalb ein Kandidat fürs Allgemeine, weil er allem besonderen Raum zu lassen verspricht. Aber zwischen Liberalismus und Demokratie besteht, wie der Jurist Radbruch einmal schrieb in seiner Rechtsphilosophie, besteht nicht nur ein Maß, sondern ein Artunterschied. Das Problem, das sich hier eröffnet, ist, dass im Verhältnis von Repräsentativparlamentarismus und Massendemokratie technisch gesprochen jener nur eine Teilmenge von dieser ist. Das heißt, dass sie nicht umfangsidentisch sind. Indizien für diesen Sachverhalt sind unter anderem die in der Floskel von der Politikverdrossenheit offenbare Abwendung großer Wählerschichten, also des Souveräns, gegenüber der Programmatik und Alltagspraktik etablierter Parteien, also eine permanente Wahlabstinenz. Und es zeigt sich nicht nur in Krisenzeiten, dass jede bestimmte Partei, auch wenn sie allgemeinen Werten, also Interessen verpflichtet schien, doch keine Fähigkeit hat, all die verschiedenen allgemeinen Probleme einer Gesellschaft angemessen und optimal zu lösen, da zu verändern. Das zeigt sich anschaulich beim politischen Alltagsgeschäft des Parlamentarismus, bei Reformen. Denn Reformen scheitern immer, Reformen sind gewissermaßen das Alltagsgeschehen, das Alltagsgeschäft der Parteien, niemals erfüllen Reformen das, was sie versprechen. Was ist die Folge? Der Alltag der Parteiendemokratie, zumal in Deutschland, erzeugt die Tendenz zur idealen Gesamtpartei. Das ist die erste Folge. Was heißt das? Alle parlamentarischen Mitspieler weisen nach einer gewissen parlamentarischen Dauer, vorzugsweise in Zeiten großer Koalitionen, immer mehr gemeinsame parteipolitische Schnittmengen mit anderen auf. Ein Umstand, der gelegentlich von Puristen oder von naiven, hämischen, anklägerisch öffentlich gemacht wird. Dass diese vermeintliche Machtkonzentration in dieser Synthese und in dieser Totalisierung zur Herrschaftspragmatik des Parlamentarismus gehören mag, ist von Parteikritikern auch schon früh bemerkt worden. Solche Konzentrationen seien, Friedrich Engels nennt das Bonapartismus. Und er sagt an Engels mal, dieser Bonapartismus, unsere Regierungspartei, das ist die wahre Religion der modernen Bourgeoisie, sagt er. Das wurde seit dem Staatsschritt des Louis Bonaparte gegen die Französische Republik im Jahre 1951 wahrscheinlich erstmals, oder das kann man erstmals als einen herrschaftstechnisch neuen Pilotversuch verstehen, wie man Macht und wie man Herrschaft auf neue Weise ausübt, nicht mehr mit diesen klassischen Parteien-Dualismus. Solche Konzentrationen von Parteien oder solche Verschmelzungen von Parteien führen aber nun nicht etwa näher an den Souverän heran, als eine vermeintliche Verstärkung eines gemeinsamen politischen Willens, sondern gerade umgekehrt zu stärkerer Parteiverdrossenheit beim Souverän. Genauer gesagt zu einer stärkeren Parlamentarismusverdrossenheit.
diese Tendenz zur praktisch geistigen Unierung, zur Verähnlichung von Parteien im Fortgang des parlamentarischen Alltags, diese sind allerdings gar nicht in ihrer, die sind nicht etwa in ihrer langfristigen Programmatik oder in der zeitgebundenen Pragmatik absichtsvoll begründet. Das darf man nicht vermuten. Es gibt da keinen Masterplan. Aber sie wurden politikanalytisch immer schon von den unterschiedlichsten Autoren bemerkt. Vielleicht kann ich mal ein paar nennen. So eine Tendenz zur Totalisierung von Parteien hat zum Beispiel W.H. Edwards in seiner Bilanz der Zusammenbruch des Sozialismus 1933 schon beschrieben, dass nämlich Parteien offensichtlich zu Massenparteien tendieren. Die Massenpartei, sagt Edwards, will die Masse der ganzen Nation sein und will diese Nation und alle Träger des Nationalbewusstseins erobern. In dieser Dynamik aber verlieren Parteien ihren konventionellen Charakter als Partei. Und was ist die Folge? Edwards sagt, ne, ganz klar, diese Parteien werden zu Volksgemeinschaften. Er sieht damit die deutsche und die italienische Variante 1933. Wie zentral hierbei theologisch-politische Begriffsbildung, die politische Sprache dominieren, zeigt auch, gerade auch in sogenannten westlichen Gesellschaften, zeigt ein Begriff aus den Krisenjahren der Französischen Republik. Als man in Frankreich im Sommer 1914 angesichts des drohenden Krieges parteipolitisches Gegeneinander beenden wollte, wurde der Begriff Union Sacrée geprägt vom damaligen Präsidenten Poincaré, um den Souverän zur Einheit und Widerstand zu formieren. In Deutschland wurde das vergleichsweise säkular und pragmatisch gemacht. Dort wurde vom Bugfrieden gesprochen. Das ist also ein nicht so hochgerüsteter Begriff wie diese Union Sacrée. Das heißt, in Krisenzeiten wird das Repräsentativprinzip entschlossen durchbrochen, hin zur Unmittelbarkeit des Allgemeinen, des Souveräns, des Volkes, die empirisch zu organisieren angestellt wird. Dass diese totalitäre Dynamik nicht nur in totalitären Gemeinschaften wirkt, sondern eben inmitten des westlichen Parlamentarismus, das hat von deutscher soziologischer Seite her ein Mann wie Waldemar Besson schon lange erkannt. Der hat nämlich einen demokratisch bedenklichen Parteiensynkretismus vermutet, als er in seinem Werk Engagierte Wissenschaft 1962 schrieb, Besson, Zitat: Im Grunde ist die Allparteienregierung der geheimste Wunsch aller Gruppen. Das große Herrschaftskartell, die oppositionslose Demokratie, ist eine verborgene, selten offen zugegebene Zielvorstellung der durchschnittlichen Parteipolitiker. Und auch der, aus einer ganz anderen Kultur jetzt, auch der in Stanford lehrende Romanist Hans-Ulrich Gumbrecht hat aus amerikanischer Sicht vom dortigen Zwei-Parteien-System jüngst geschrieben: Langfristig gesehen, sagt er, funktionieren die beiden Parteien bei uns als inhaltlich unbesetzbare Pole. Eben deshalb wird man niemals Mitglied, sondern immer nur registrierter Votor einer amerikanischen Partei. So, wenn das stimmt mit diesen, das sind drei Beispiele, daraus schließe ich nun, etwas übervoreilig vielleicht, wir sind hier wahrscheinlich an einem Entwicklungspunkt im Prozess des europäischen Parlamentarismus angelangt, immerhin um fast zwei Jahrhunderte, wo man sich jetzt Gedanken machen muss über neue Gestaltformen der Herrschaft des Souveräns in der Polis. Das ist jetzt der zweite Punkt, der Hauptpunkt. Was sind solche neuen Gestaltbildungen für die Polis? Ich nenne das unter dem Stichwort für mich Antipolitik. Was heißt das? Wenn also Parteien wie gegenwärtig im parlamentarischen Gehäuse ihre ursprünglichen Signaturen immer mehr verlieren, wenn sie einen turbulenten Etikettenschwindel zelebrieren, wenn sie sich auf Alltagsroutine ihrer Selbstverwaltung konzentrieren, wenn sie korruptible Sozialtechniken oder planetarische Versprechen verlautbaren und nur in Wahlkämpfen zu prämortaler Euphorie erwachen, dann werden für die Zivilgesellschaft neue Perspektiven der Verantwortung für die Polis nötig und denkbar. Gibt es ein Dispositiv dafür, für dieses Neudenken? Natürlich gibt es das lesen wir wieder bei Tocqueville. Er sagt, in der Vereinigungsfreiheit der modernen Welt, die Vereinigungsfreiheit, dort finden wir, sagt Tocqueville, dort finden wir Schutz vor der Allmacht der Mehrheit der Parteien, vor der Mehrheit vorgeordneter parlamentarischer Mehrheit, in der Vereinigungsfreiheit, die uns Individuen eignet, die wir als Menschenrechte haben. Ein neues nun könnte darin bestehen,
die bisherigen Handlungsbedingungen zu verändern, die immer für Parteien und Parlamente prägend waren. Eben Repräsentanz aus seiner Engführung herausführen, hin zur Näherung an Identität von Repräsentanten und Repräsentanz im Alltag. Wenn das zu bewerkstelligen wäre, dann würde es auch den bisherigen Begriff des Politischen verändern müssen. Und ein neuer Begriff hat sich dafür in den letzten Jahrzehnten eben auch schon herausgebildet, eben der Begriff Antipolitik. Der Antipolitiker sei dann, so hat es der ehemalige Präsident der Berliner Akademie der Künste, Georgi Konrad, geschrieben in seinem Werk Antipolitik, 1985 schon, der Antipolitiker ist der echte Gegenspieler des Politikers, der den Bannkreis staatlicher Politik unter die Kontrolle der bürgerlichen Gesellschaft halten will. Das scheinbar so historisch gewordene Feste des Politischen wird überwunden, denn die Antipolitik, wieder Konrad, ist weder Stütze noch Opposition der Regierung. Sie ist eben anders. Oder wie jüngst Jacques de Saint-Victor schrieb in seinem Werk Die Antipolitischen, 2015, Victor schreibt: Dank der Begünstigungen scheinbar horizontaler Partizipationsmöglichkeiten durch das Netz liegen die Träume von einer direkten Demokratie, die seit Perikles Zeiten, 500 v. Chr., vergessen worden sind, wieder voll im Trend.